Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dark Souls. Ja, der Zeitpunkt ist gekommen, wir kümmern uns um Manus. Und genau, dafür benutze ich jetzt mal eben den Shortcut und weiß gerade auch. Ah ja, natürlich. So. Weiß gerade ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig, wir eigentlich davon noch weg sind. Ah ja, es laggt natürlich wieder hier unten. Okay, gegen die Biester machen wir zum Glück auch gut Schaden. Verdammt, jetzt durch mich durchgeflogen. Autsch. Wieder. Leute, was ist denn los? Nee, den wollte ich genau. So. Wir haben wieder keinen Blassen, wo wir hin müssen. Okay. Passt auf, Leute. Ich habe ja kopfmäßig noch so ein bisschen Variationsmöglichkeiten von der Rüstung. Deswegen nehmen wir das mal eben so. Ja, komm. Gut, das war ein Schritt zu nah. Hier sind wir falsch, glaube ich. Gerade im Überlegen. Ich glaube, darunter ist gar nicht so verkehrt. Ah ja, genau. Genau, jetzt weiß ich wieder, wo wir hin müssen. So ungefähr. Ich nehme mal eben Estus. Haben wir noch genug? So, da nicht. Genau, und hier um die Ecke war der Caster, soweit ich mich erinnern kann. Genau. Ja, der ist sogar One-Hit, das ist sehr gut. Und da ging es runter. Sehr schön. Gut, jetzt kenne ich mich auch wieder mit dem Weg aus. Das ist schon ziemlich wackelig hier. Hier, soweit ich mich erinnern kann, war auch bloß noch diese schwarzen Dinger. Da können wir dran vorbeilaufen. Die sind uninteressant. Und dann legen wir uns mit 30.000 Seelen im Petto, sehe ich gerade. Ich Idiot. Aber gut, mein Gott, ist halt so. Dann legen wir uns nochmal mit Manus an. So, genau. Die Sequenz kennen wir ja schon. Können wir aber auch, na doch, können wir abbrechen. So, Freundchen. Autsch. Na, ich wollte... Na, wirst du wohl. Okay, wir werden definitiv viel mit Ausweichen arbeiten. Okay. Und mehr Ausdauer wäre trotzdem sehr praktisch. Bösartig. Erstes, schnell. Und wenigstens nochmal so ein bisschen mehr kennenzulernen. Ist ja jetzt auch eine Kennenlern-Dingens. Okay, 100 Schaden ist jetzt nicht so die Welt. Autsch. Da hätten wir besser weiter ausweichen sollen. So. Nein, gut. Okay. Was machen wir, wenn er hochspringt? Müssen wir gucken. Können wir mal versuchen zu blocken. Aber ansonsten... Okay, auf jeden Fall Zauber einstimmen. Die Zauberwaffe macht nicht mehr viel Sinn. Da würde ich stattdessen Reparatur. Reparatur ist vielleicht gar nicht so blöd. Verborgener Körper. Dann kommen wir schnell zu ihm hin. Das ist natürlich auch nicht verkehrt. Ansonsten, ja gut, Angriffszauber werde ich wahrscheinlich sowieso nicht annehmen. Wunder fehlen mir eigentlich, fehlt mir der Wille, sag ich mal. Nehmen wir verborgene Körper. Können wir uns schnell dorthin bewegen. Und Licht, dass wir was sehen. Ich bin mir nicht sicher, ob das zusammen was bringt, aber wir können es ausprobieren. So, dann können wir uns nämlich auch an dem Caster vorbeischleichen.
So, und jetzt probiere ich nämlich doch noch mal. Das Silberitenschwert. Nur mal zu gucken, ob wir gegen den mit nur physischen Schaden mehr Schaden machen. Also nur physischen Dingens. Da ist er. Hier schon durchschleichen. So, hier leckt es wieder. Okay. Caster sterbt zum Glück wirklich schnell. Da ist die Zauberwirkung auch schon wieder vorbei. Geht leider Gottes sehr schnell, aber gut. Brauchen wir auch nicht unbedingt mehr. An den schwarzen Dingern hier können wir uns ja vorbeischleichen. So zum Beispiel. So auch. Das hier. So ist mit Schützenposition. Ja gut, totschießen will ich ihn ja eigentlich nicht. Okay, Freundchen. Autsch. Das war bösartig. Ja, nur mit physischem Schaden machen wir tatsächlich wesentlich mehr Schaden. Au, 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 au! Goddammit. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir können hier auch runterfallen. Habe ich ihn echt gerade getreten? Okay. Na, bist du wohl? Ausdauer. Ganz schlecht. Okay, ich verliere den auch immer irgendwie aus dem Fokus. Ganz schlecht, ganz schlecht. Oh, oh, der lässt mich ja gar nicht mehr. Okay, aber der macht zum Glück nicht allzu viel Schaden damit. Das wundert mich jetzt direkt. Okay, das war schlecht. Also prinzipiell können wir ihm gut entgehen. Dann gehen wir mal lieber auf Abstand. Okay. Also prinzipiell können wir ihm eigentlich gut entgehen, indem wir ausweichen. Das ist also nicht so wild jetzt. Okay. Funktioniert eigentlich wirklich ganz gut. Verdammt, da war ein bisschen zu spät ausgewichen. Estus. Am besten gleich noch ein. Jetzt. Okay. Also blocken brauchen wir eigentlich gar nicht. Seit ihm bei diesem Sprung angeht. Okay. Vielleicht wäre blocken doch manchmal nicht gar nicht so verkehrt. Hm. Also schnell. Und Ausdauer, Ausdauer. Wir brauchen Ausdauer. Okay, dann rüste ich mal eben hier das Graswappenschild aus. Das gibt uns nämlich schon mal einen guten Ausdauerbonus. Ausdauer regeneriert sich schneller, ihr wisst schon. Ansonsten, ja, sonst, ich muss schnell bleiben. Das ist auf jeden Fall wichtig. Das nehmen wir mal raus, das nehmen wir mal raus. Die grünen Blüten können wir auch noch hernehmen, wenn es ist. Aber es wird schwierig, einen Zeitpunkt zu finden, wo wir die futtern können. Aber andererseits, ja gut, probieren kann man es auf jeden Fall mal. Gucken wir mal. Gut, runter. Hier machen wir wieder mal den hier.
natürlich. Falscher Knopf. Weiß nicht, wie mir das immer noch passieren kann. Das ist mir auch absolut unbegreiflich. Das ist echt finster hier unten. Da muss man selbst mit der Fenstermundmale auf dem Kopf hin und wieder doch noch aufpassen. Dass man nicht irgendwo runterläuft, weil man nichts sieht. Okay. Und da war's das wieder mit dem Zauber. So, probieren wir es nochmal. Wir schon. Autsch. Fängt das schon mal geil an. Okay. Und Leute, ja, dieses Vieh war mal ein Mensch. Okay, dann nehmen wir einfach mal auf Abstand. Das wird da eigentlich ganz gut. Ja, ja, gut. Der Angriff danach war jetzt nicht so. Autsch. Okay. Also, dem seine Hand ist gefährlich. Muss mal gucken, von wo sie kommt. Aber der ist auch schnell, der Typ. Das ist echt tricky. Okay. Den Weg haben wir jetzt ungefähr drin. Pass auf, ich mach's mal anders. Da unten kann ich eh keine Zauber gebrauchen. Von daher werde ich mal den hier austauschen durch den Lichtzauber und den hier. Ja, komm. Reparatur, passt schon. Können wir den Reparaturzauber auch mal hernehmen? Haben wir auch schon, haben wir noch nie gemacht eigentlich. Hm. Tatsächlich, ist wieder voll, das ist super. Okay, den Lichtschirm, dann können wir nämlich auf dem Kopf auch mal was anderes ausrüsten. Was würde denn Sinn machen? Gargoyle-Helm ist noch recht leicht. Kämen wir auf 20,7. Das wäre auch okay. Ansonsten der Silberitenhelm ist zu schwer. Der wäre auch noch okay. Aber der sieht scheiße aus. Velkas Maske, das ginge noch. Gute Fluchresistenz, aber gut, für Flüchen brauchen wir uns eh nicht große Spitzhut. Moment, Logan liebte das Alleinsein und schützte sich mit dem Hut vor Lärm und Blicken, um sich auf seine Gedanken konzentrieren. So, besondere Zauberkräfte besitzt er aber nicht, schade. Der riesige Hut des großen Zauberers Logan, da der Hut sein Gesicht vollständig verbarg, nannte man ihn auch Spitzhut Logan. Ja, eher Großhut, aber gut, das mir soll jetzt egal sein. Der ginge noch. Ah, gut, wird knapp. Macht der Kristall gewährt einen hohen Verteidigungsbonus. Gut, Balance. Blutungsresistenz. Nehmen wir mal. Ja, doch, der geht. Na gut, dann nehmen wir den erstmal. Und vielleicht Handschuhe noch was umändern. 30, 29, 32. Oh, die sind eigentlich schon ziemlich gut. Nee, da gibt's. Ja, gut, dann müssen wir vielleicht noch was aufpowern. Was sonst eigentlich? Ich glaube, ich werde die Wanderer-Kapuze auch noch auf plus 9 bringen. Da haben wir ein komplettes Rüstungsset. Das sieht gut aus und so. Und macht auch was her. Der Lichtschein hält ja zum Glück recht lange, wie wir schon gemerkt haben. Machen wir das so. Geht ja hier auch super.
passt. Ich glaube mit der Made, die macht irgendwie mehr Licht. Das ist der Lichtsauer. Achtung, Verzweiflung, ja, das sehe ich genauso. Okay. Hallöchen, mein Digger. Autsch. Wie sind wir hinter ihm gelandet? Okay. Okay. Autsch. Ja, so schnell kann's gehen. Okay, Leute, das führt so zu nix. Ich werde mal die Folge beenden. Ist ein bisschen kürzer ausgefallen jetzt, aber dafür hat man schon viele Folgen, die länger waren. Ja, genau, deswegen sage ich jetzt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Dark Souls. Bis dahin. Ciao, ciao.